Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch gerne meine Zucchini-Bratlinge vorstellen und ich nehme euch einmal mit, wie ich das zubereite. Als erstes zeige ich euch erstmal die Zutaten, was ihr so braucht. Ihr braucht 3 Karotten, eine kleine mittelgroße Zucchini, eine kleine Zwiebel, 2 Eier. Dann braucht ihr so circa 6 Esslöffel Weizenmehl, Salz und Pfeffer zum Abschmecken und einen halben Teelöffel Backpulver. Dann braucht ihr noch einen halben Teelöffel Paprikapulver, edelsüß. Als erstes werden die Karotten geschält und geraspelt. Die Zucchini wird dann nochmal gewaschen und dann auch geraspelt und das zeige ich euch dann jetzt, wenn ich das soweit vorbereitet habe. So, die Möhren, die habe ich jetzt schon klein geraspelt. Jetzt kommt so ein bisschen noch die Zucchini. So, die Karotten und die Zucchini ist jetzt klein geraspelt. Ich habe das jetzt ein bisschen so vermengt. Und jetzt werde ich die anderen Zutaten noch hinzufügen und gegebenenfalls das Ganze in eine andere Schüssel packen. Die Zwiebel, die werde ich jetzt in kleine Würfel schneiden und dann auch da hinzufügen. Ich habe die Karotten, die Zucchini mit den Zwiebeln einfach in eine etwas größere Schüssel hinzugefügt, damit ein bisschen mehr Platz ist. Jetzt werde ich das Ganze würzen mit Salz und Pfeffer und mit Edelpaprika. Und dann kommt das Mehl hinein, also 6 Esslöffel Mehl und einen halben Teelöffel Backpulver und zum Schluss die Eier. Ja, so ist einmal das fertig zum Braten. Und das werde ich jetzt im Moment ziehen lassen und in der Zwischenzeit werde ich einmal den Tisch decken, meine Sachen einmal abspülen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt gespült und den Tisch gedeckt. Ja, jetzt geht es ans Braten. Ich habe mir die Pfanne geholt. Da werde ich jetzt etwas Pflanzencreme reinmachen und das Ganze erhitzen. So sieht der fertige Zucchini-Möhrenmix aus, den ich gemacht habe. Es ist gut durchgezogen. Dann habe ich mir jetzt einen Teller vorbereitet. Auf den Teller habe ich dann Alufolie draufgelegt. Dann kann ich die fertigen Zucchini-Möhrenbratlinge rauftun und das dann bedecken. Dann bleiben die schön warm. Und das Ganze werden wir dann mit Frühlingsquark essen. Man kann ja auch Kräuterquark nehmen. Oder wenn ihr selbst auch noch ein eigenes Rezept habt, könnt ihr das auch gerne nehmen. Ja, und jetzt geht es erstmal los ans Braten und dann zeige ich euch, wie ich das dann mache. So, so groß sind die ungefähr. Jetzt braten die so ein bisschen vor sich hin. Also hier habt ihr meinen Küchenfreund, den könnt ihr einfach ungefähr so sehen, wie ungefähr so die Größe ist. Die werde ich dann gleich einmal wenden. Ich habe die jetzt einfach gewendet. Also die sehen schon richtig gut aus. Also ich finde, die sind auch richtig lecker. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Ja, jetzt habe ich die zweite Ladung gemacht. Also ihr braucht wirklich nur einen gut gehäuften Esslöffel, das reicht auch schon. Und dann einfach, wenn ihr den in die Pfanne reintut, dann einfach noch platt drücken mit dem Esslöffel und das war es dann eigentlich schon. Und dann nach einer gewissen Zeit dann einfach wenden. Ja, so sehen die fertigen einmal aus. Ich habe jetzt die Temperatur auch ein bisschen runtergeschaltet, also jetzt sieht das jetzt nach einmal wenden einmal aus. Die Zucchini-Möhrenbratlinge sind fertig. Ja, so sieht das einmal aus und ich hoffe, euch hat das kleine Rezept gefallen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen, lasst es euch gut schmecken und wir sehen uns bald in einem neuen Video. Tschüss!